ein herzliches Willkommen zu der Veggie World hier in Düsseldorf. Ich freue mich sehr. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Klaus Petrus jetzt krank geworden ist, weil ich seinen Vortrag auch gerne gehört hätte. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass ich jetzt so spontan auch für ihn einspringen konnte. Kurz zur Gliederung, also mein Vortrag geht so ungefähr eine halbe Stunde. Ich werde kurz eine Einführung geben zu den Fragen, wen streicheln und wen essen wir in unserer Kultur. Dann werde ich Fleischessen als psychologisches Phänomen vorstellen, dazu auch die aktuellsten Studien vorstellen, die eben verschiedene psychologische Phänomene untersucht haben. Und im dritten Teil werde ich eine Theorie zum Fleischessen als Überzeugungssystem darüber ein bisschen was erzählen und kurz eingehen, die sicherlich auch einige von Ihnen schon kennen. Das ist die Theorie zum Kannibalismus von Melanie Joy. Ja, wen streicheln wir denn? Also in Deutschland könnte man als sehr tierliebe Gesellschaft benennen. In Deutschland leben in über 15 Millionen Haushalten ein Haustier. Das sind 38% aller Haushalte in Deutschland. Schon Kinder haben einen sehr natürlichen Bezug zu Tieren. Sie finden sie spannend und interessant. Sie unterscheiden auch noch nicht so sehr zwischen verschiedenen Lebewesen, ob sie jetzt Menschen oder nicht Menschen sind. Tiere sind, wenn nicht als Haustiere, dann auf jeden Fall als Kuscheltiere schon ihre Freunde und auch ihre Geschichtenerzähler und Helden in Büchern und auch in Filmen. In der Psychologie wurde ein protektiver Faktor von Mensch-Tier-Beziehungen festgestellt, vor allem eben Beziehungen zu Haustieren, sowohl auf psychische als auch auf physische und soziale Gesundheit. Zum Beispiel wurde die Funktion des Haustieres als sozialer Unterstützer wurde da ein positiver Einfluss auf physiologische Parameter wie zum Beispiel Blutdruck gefunden, also dass sich positiv auf den Blutdruck auswirken kann. Wen essen wir jetzt? Wir haben in unserer Gesellschaft zwei Kategorien von Tieren, einmal die essbaren und die nicht essbaren Tiere. In Deutschland ist total normal, das Fleisch von Kühen oder Schweinen zu essen. Währenddessen wäre jetzt, wenn jetzt eine neue Delikatesse als Hundefleisch oder Katzenfleisch angepriesen werden würde, gäbe es einen Riesenaufschrei wahrscheinlich. Ein bisschen sieht man das auch an dem Pferdefleischskandal. Das war sehr breit medial vertreten und das Pferd steht zwar so ein bisschen zwischen diesen beiden Kategorien, weil sie auf der einen Seite eben auch Nutztiere in Form von Reitsport sind und auf der anderen Seite aber auch noch in so kleineren Teilen eben auch gegessen wird, aber so die breite Gesellschaft fand es unmöglich, die Vorstellung, dass jetzt Pferdefleisch unter die Gürtel kommt. Es gibt kulturelle Unterschiede in diesen Kategorisierungen, also in China ist es zum Beispiel total normal, Hundefleisch zu essen und in Indien wäre es ein riesen Fauxpas, Kuhfleisch zu essen, wo heilig ist. Das heißt, welche Tierart wir als essbar kategorisieren, ist abhängig von unserer Kultur und diese Kategorisierungen sind eben nicht gegeben, sondern sie sind soziale Konstruktionen und dadurch eben auch veränderbar. Auch wenn es diese kulturellen Unterschiede gibt, ist es interessant, dass jede Kultur ihre eigene Wahl, welche Tiere sie jetzt essen, als völlig rational betrachtet und die Wahl der anderen Kulturen als irrational oder anstößig bis hin sogar als ekelhaft. Das Interessante an Ekel ist, dass Ekel eine moralische Dimension hat, das heißt, da kommen wir schon ein bisschen ins moralische Bereich rein. Jetzt, welche psychologischen Phänomene gibt es beim Fleischessen? In der Psychologie ist das Thema noch ein sehr junges, in anderen Disziplinen, wie jetzt in der Philosophie oder auch in der Soziologie, wurde Mensch-Tier-Beziehung schon viel breiter und viel länger betrachtet. In der Psychologie ist es jetzt erst in den letzten Jahren quasi ein sehr junges Forschungsthema geworden. Diese Kategorisierung, von der ich jetzt eben sprach, wurde von einer australischen Gruppe von Sozialpsychologen untersucht. Und zwar haben die geguckt oder untersucht, welche Fähigkeitszuschreibungen von Tieren mit diesen Kategorisierungen zusammenhängen. Diese Fähigkeitszuschreibungen haben sie ausgewählt, mentale Fähigkeiten, da gehören so Erlebnisdimensionen, also was ich denke,
welche Gefühle ein Tier erleben kann, wie jetzt Hunger, Schmerz, Freude, Angst oder auch Wut. Und die andere Dimension ist die Ausführung, sowas wie, hat das Tier eine Moral, hat das Tier ein Gedächtnis, kann das Tier Emotionen erkennen. Und das Interessante war, dass die Gruppe gefunden hat, dass je höher die angenommenen mentalen Fähigkeiten des Tieres eingeschätzt wurden, umso geringer wurde seine Essbarkeit eingeschätzt und gleichzeitig der moralische Status, also welche moralische Behandlung das Tier meiner Meinung nach verdient hat oder wie sehr ich mich auch verpflichtet fühle dem Tier gegenüber, wurde höher eingeschätzt. Und parallel, je höher quasi diese mentalen Fähigkeiten und auch der moralische Status, umso höher natürlich auch das negative Gefühl bei der Vorstellung, das Tier zu essen. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, ob die Einschätzung des Tieres, also in dem moralischen Status und in dem negativen Gefühl, was ich dann habe, wenn ich es essen würde, nicht davon eingefärbt ist, von der Kategorie, also wie seine Essbarkeit quasi eingeschätzt wird, weil diese Kategorisierung, ja wie ich schon gesagt habe, von der Kultur quasi vorgegeben wird. Deswegen ging die Gruppe weiter und hat die Salienz dieser Kategorisierung untersucht. Salienz bedeutet in der Psychologie, dass ein Reiz oder ein Inhalt auffällig gemacht wird, also herausgestellt wird, sodass er dem Bewusstsein leichter zugänglich gemacht wird. Also man könnte sagen, wenn ein Reiz salient ist, dann sind wir uns in dem Moment bewusst. Oder die, genau. Und in der Studie war es so, dass sobald salient gemacht wurden, diese Kategorisierung in drei verschiedenen Studien. In der einen Studie gab es immer zwei Gruppen von Menschen, die Fleisch essen. Also einmal wurde einfach ein unbekanntes, fremdes Tier einfach nur als Tier beschrieben und danach wurden die mentalen Fähigkeiten eingeschätzt. Und in der anderen Gruppe wurde das Tier als ein essbares Tier beschrieben. In der zweiten Studie war es so, dass die Personen vor der Bewertung entweder Fleisch gegessen haben oder Nüsse. Und in der dritten Untersuchung war es so, dass die Personen einen Text gelesen haben über die Produktion von Fleisch, also über die Tötung und Schlachtung des Tieres, versus eben nicht diesen Text gelesen haben, sondern einfach nur ein Text, das Tier steht auf der Weide und krass. Interessant war, dass der moralische Status und die Leidensfähigkeit des Tieres geringer eingeschätzt wurden, wenn ein unbekanntes Tier als essbar beschrieben wurde, die Personen vorher Fleisch gegessen haben oder eben den Personen die Fleischproduktion bewusst gemacht wurde. Das heißt, sobald das Tier in irgendeiner Form mit Essen oder Fleisch assoziiert wurde, haben sich auch die Bewertungen und die ethischen Überlegungen bezüglich dieses Tieres verändert. Das heißt aber auch, dass in den Gruppen, in denen die Essbarkeitskategorie nicht salient war, also nicht bewusst war, die Personen, die Fleisch gegessen haben, sehr wohl auch einen moralischen Status den Tieren zugesprochen haben, einen höheren und auch eine höhere Leidensfähigkeit zugesprochen haben. Das heißt, die Studien zeigen, dass eben das gleiche Tier anders wahrgenommen wird, wenn es mit Essen oder Fleisch assoziiert wird und dem Tier quasi dann seine emotionalen Fähigkeiten aberkannt werden und damit eben auch die Leidensfähigkeit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das jetzt so? Also da hat diese Forschungsgruppe eben erstmals vor ein paar Jahren das sogenannte Fleischparadox beschrieben. Das Fleischparadox besagt, dass viele Menschen eben sehr gerne Fleisch essen, aber die wenigsten Menschen daran Freude haben, ein Tier zu verletzen oder eben sogar zu töten. Und diese zwei Motive, also ich esse gerne Fleisch, aber ich möchte keinem Lebewesen etwas zu Leide tun, sind zwei Motive, die sich konträr gegenüberstehen, also die miteinander in Konflikt stehen können. Und in der Psychologie gibt es das Modell der kognitiven Dissonanz, das eben diesen Konflikt erklären kann. Das Modell der kognitiven Dissonanz ist ein sehr anerkanntes und sehr populäres Modell in der Psychologie. Das beschreibt, was mit Personen eben passiert, wenn eine Einstellung oder eine Überzeugung in Widerspruch stehen mit einer Entscheidung oder einer Handlung. Ebenso, wenn mein Gefühl anders ist als das, wie ich mich eigentlich verhalte.
Ein einfaches Beispiel wäre jetzt, dass für mich selbst ein wichtiger Wert ist Ehrlichkeit. Jetzt habe ich eine wichtige Prüfung, zum Beispiel meine Abschlussprüfung, und bin unglaublich schlecht vorbereitet. Dann entscheide ich mich entgegen meiner eigentlichen Überzeugung, dass ich Täuschen für moralisch verwerflich halte, einen Spickzettel mitzunehmen und verwende auch den Spickzettel. Das währenddessen oder spätestens danach werde ich mich schlecht fühlen. Ich kriege ein schlechtes Gewissen und muss mein Verhalten vor mir selbst in irgendeiner Form rechtfertigen. Das ist quasi kognitive Dissonanz, dieser Konflikt. Jeder kennt kognitive Dissonanz, es gibt in allen möglichen Alltagsbeispielen zu Genüge, weil wir eben uns oft anders verhalten oder oft Entscheidungen treffen, die entgegen einem Gefühl oder einer Einstellung stehen. Diese Dissonanz wird eben, wie wir selber auch wissen, als sehr unangenehm empfunden, und wir kommen sozusagen in Zugzwang, unsere widersprechenden Kognitionen, also unsere widersprechenden Einstellungen oder Einstellungen und Verhalten eben in Einklang wiederzubringen, um diesen schlechten Gefühlszustand wieder zu beenden. Und diese Dissonanzauflösung, also wie ich quasi diesen Konflikt lösen kann, kann ich durch unterschiedliche Ansätze versuchen zu lösen. Also entweder ich kann mein Verhalten verändern oder ich kann die Überlegungen verändern oder die Einstellung verändern, sodass sie zu meinem Verhalten passt. Oder ich suche mir dritte Überlegungen, ziehe die hinzu, die quasi mein Verhalten rechtfertigen. Das wäre zum Beispiel jetzt in dieser Prüfungssituation, könnte ich sagen, naja gut, die Prüfung, die war jetzt so wichtig, dass Schummeln ausnahmsweise mein Job war. Eine weitere Möglichkeit, mit Dissonanz umzugehen, ist die neue Information, also den Auslöser, der mich auf mein dissonantes Verhalten aufmerksam gemacht hat, quasi abzuwerten. Also dieser Konflikt kognitive Dissonanz kann auch ganz gut erklären, warum manche Menschen, die man vielleicht als überzeugte Fleischesser kategorisieren könnte, so heftig auf vegan oder vegetarisch lebende Menschen reagieren, weil diese Veganer oder die Vegetarier eben quasi auf diese Dissonanz aufmerksam machen. Das Interessante dabei ist, je heftiger die reagieren, umso höher ist eigentlich der Wert, also die Einstellung, dass sie eben niemand was zu Leide tun wollen, wenn man das nach dieser Theorie der kognitiven Dissonanz interpretiert. Die Voraussetzung für die Entstehung von kognitiver Dissonanz ist immer, dass ich mich bewusst und frei für eine Verhaltensmöglichkeit entschieden habe. Das heißt, wenn ich mich nicht frei entschieden habe, kann ich auch einfach sagen, also ich war halt dazu gezwungen oder ich habe keine andere Möglichkeit, dann entsteht auch keine Dissonanz. Es gibt auch bis jetzt leider noch nicht wirklich viele Studien zu kognitiver Dissonanz in Bezug zu Fleischessen, allerdings eine. Und die hat gezeigt, wenn die Fleischproduktion bewusst gemacht wurde, mehr negativer Affekt in dieser Gruppe entstanden ist, als in der Gruppe, wo die Fleischproduktion nicht bewusst gemacht wurde. Und dass dann auch eben die Leidensfähigkeit wieder geringer bewertet wurde, wie auch in den anderen Studien davor. Interessant ist jetzt aber, dass je geringer die Bewertung der Leidensfähigkeit war, umso geringer war der negative Effekt. Also vereinfacht gesagt könnte man sagen, dass die Person sich durch diese geringere Bewertung einfach nicht mehr so schlecht gefühlt haben. Die Personen hatten davor sich entschlossen, nach dieser Studie Fleisch zu essen. Das war wieder dieser Punkt, dass Dissonanz erst dann entsteht, wenn ich quasi vorher die freie Entscheidung getroffen habe, ein gewisses Verhalten zu zeigen, in dem Kontext dann eben Fleisch zu essen. Ein weiteres Phänomen, was eine Rolle spielt, ist die Wahrnehmung von als essbar kategorisierten Tieren. Hier, das ist ein Modell von Klaus Petrus. Also so eine Folie zu Klaus Petrus habe ich jetzt auch bei mir im Vortrag. Dieses Modell beschäftigt sich damit, wie quasi ein empfindungsfähiges Individuum, ein Tier, zum leblosen Objekt degradieren werden kann und eben nur noch als Fleisch wahrgenommen wird und gar nicht mehr als Individuum oder Subjekt. Der Prozess, den Petrus beschreibt, der läuft über zwei Subprozesse ab. Die Desubjektivierung heißt, wie
verändere ich das, meine Wahrnehmung von dem Individuum, von dem Subjekt zum Objekt. Dieser Prozess läuft eben über zwei Subprozesse, einmal über die Verdinglichung und die Anonymisierung. Die Anonymisierung kann in einfachen Worten beschrieben werden, aus den Augen, aus dem Sinn. Tiere werden für uns in unserer Gesellschaft, vor allem auch durch die Massentierhaltung, zunehmend unsichtbar. Das heißt, wir kommen ja auch nicht in die Massentierhaltung rein, wir sehen die nicht. Das heißt, der Bezug zu Tieren verschwindet zunehmend und Tiere werden eher als abstrakte Menge wahrgenommen und nicht mehr als Individuen. Sie sind dadurch für uns auch nicht mehr erfahrbar und was wir wissen, ordnen wir eher einem leblosen Objekt zu, als einem Individuum, mit dem wir persönlich in Kontakt getreten sind. Der zweite Prozess der Verdinglichung, dieses Phänomen wurde erstmals von der Philosophin Nussbaum im Kontext von dem Umgang eigentlich mit Frauen als Sexobjekt beschrieben. Und sie sagt eben, ein Lebewesen wird dann quasi verdinglicht, wenn es als Objekt oder Ding behandelt wird und dessen Persönlichkeit und auch die Empfindungsfähigkeit völlig missachtet oder ignoriert wird. Sie hat 7 Kriterien formuliert, die, wenn eins davon zutrifft, kann man von dem Prozess der Verdinglichung oder Objektifizierung sprechen. Das wäre einmal die Instrumentalität, also das Lebewesen wird für den Gebrauch benutzt. Die Verleugnung von Autonomie, das heißt eine fehlende Selbstbestimmung wird dem Lebewesen unterstellt. Unterstellung von Trägheit bedeutet, dass das Lebewesen sehr passiv anstatt als aktives Individuum mit seinen eigenen Bedürfnissen und Erleben wahrgenommen wird. Besitz bedeutet, dass das Lebewesen einer anderen Person gehören kann. Die Übertragbarkeit heißt, dass das Lebewesen behandelt wird, als ob es austauschbar wäre. Es ist egal, ob es Lebewesen A oder B. Und die Verleugnung von Subjektivität bedeutet, dass für die Gefühle und das Erleben des Lebewesens eben keine Sorge getragen werden muss. Wenn man sich das anguckt, erfüllt der soziale Stand von Tieren bei uns, vor allem von Nutztieren, wirklich jedes dieser Kriterien. Aus psychologischer Perspektive kann man bei Objektifizierung bzw. Verdinglichung von kognitiven Verzerrungen sprechen. Kognitive Verzerrungen sind in der Psychologie definiert als fehlerhafte Wahrnehmungen. Und in Studien hat sich eben gezeigt, dass objektifizierten Individuen individualisiert werden und denen somit eben eine geringere Erlebensfähigkeit, eine verringerte Schmerzintensität und auch ein geringerer moralischer Status zugesprochen wurde. Und es war gleich, ob es sich um menschliche oder nichtmenschliche Individuen gehandelt hat. Also ein Beispiel für objektifizierte menschliche Individuen wäre zum Beispiel ein Soldat, der, das war auch in der einen Studie so, der in seiner Uniform nicht mehr als Subjekt, als Individuum mit seiner eigenen Persönlichkeit wahrgenommen wird, sondern eben als in seiner Rolle als Soldat. Und auch ihm, ein anderes Beispiel war eben eine Frau, die quasi als Sexobjekt präsentiert wurde. Und auch diese beiden menschlichen Individuen wurde eben auch eine verringerte Erlebensfähigkeit, eine verringerte Schmerzsensitivität und eine verringerte moralische Verpflichtung zu besprechen. Ich habe keine Uhr. Gut, ganz kurze Zusammenfassung nochmal, also die Kategorisierung, die Forschungsbefunde zeigen, dass die Kategorisierung mit einer Aberkennung von dem Erlebens- und der Leibsfähigkeit und dem moralischen Status einhergeht. Das Fleischparadox kann als Konflikt beschrieben werden, was mit kognitiver Dissonanz einhergehen kann und eben eine emotionale Kompetenz. Und die Salienz oder Bewusstheit von, die Studien zur Salienz und Bewusstheit von Fleisch bzw. der Realität von Fleisch geben Hinweise darauf, dass in unserer Gesellschaft häufig Fleisch und Tier, also vor allem die Produktion von Fleisch, dissoziiert wird, also abgetrennt ist. Wir sehen, wenn wir Fleisch im Supermarkt sehen, sieht man selten quasi den ganzen Produktionsmechanismus dahinter vor seinem inneren Auge, sondern man sieht nur das Fleisch.
Die Sozialpsychologin Melanie Joy hat sich in den letzten 20 Jahren eben intensiv mit der Psychologie des Fleischessens auseinandergesetzt und sie beschreibt, interessanterweise sind zwei völlig unterschiedliche Forschungsrichtungen, die nichts eigentlich miteinander zu tun haben, aber sie beschreibt eben in ihrer Arbeit genau dieses Fleischparadox und auch eben diese Dissoziation von Fleisch und Tier als Lücke im Bewusstsein und das ist eigentlich die fehlende Salienz von Fleisch. Also die Realität von Fleisch, dass Fleisch eigentlich in der Realität Körperteile von Tieren sind, Milch- und Eierausscheidungen von Tieren sind, Leder, die Haut von Tieren sind. Diese Lücke im Bewusstsein, die wird erst auffällig, wenn man sie schließt. Ich habe das bei mir selber erfahren, als ich meine Ernährung umgestellt habe, hat sich meine Wahrnehmung von tierlichen Produkten komplett verändert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich höre das immer wieder. Und Melanie Joy hat sich eben die Frage gestellt, was verursacht denn eigentlich jetzt diese Lücke im Bewusstsein? Also ist es einfach eine Gewöhnung oder was steckt da eigentlich dahinter? Und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass es eben ein verborgenes Überzeugungssystem gibt, was uns Menschen darauf konditioniert hat, bestimmte, in Klammern eben nur wenige, weil wir essen nur 6 bis 8 Tierarten in unserer Gesellschaft, zu essen. Sie hat das Überzeugungssystem Kanismus getauft, also Kahn von Fleisch und Ismus als Überzeugungssystem oder Ideologie. Und sie beschreibt Kanismus als eine verborgene Überzeugung. Fleischessen wird von unserer Gesellschaft so angenommen, dass es halt gegeben, so wie die Dinge nun mal sind. Uns ist nicht bewusst, dass hinter Tiere essen eine Überzeugung steckt. Wenn wir die Überzeugung jedoch nicht beim Namen nennen können, ist uns auch keine Auseinandersetzung, vor allem keine kritische Auseinandersetzung mit dieser Überzeugung möglich und wir können sie nicht hinterfragen. Auch hat die Überzeugung eben Auswirkungen auf unsere Selbstbestimmung nach Melanie Joy. Also dadurch, dass das kanistische System und diese Überzeugung uns lehrt, dass Tiere etwas Normales ist, hat man eigentlich nicht wirklich mehr eine freie Entscheidung, wenn man sich nicht hintergründet. Sie beschreibt Kanismus auch als gewalttätige Überzeugung. Kanismus ist eben ein System, was sich um Gewalt organisiert, weil für Fleisch muss getötet werden. Und interessanterweise ist Fleischproduktion in unserer Gesellschaft ein Sonderfall von Gewalt. Das heißt, es ist die einzig völlig legale Gewaltanwendung mit Todesfolge, die nicht nur gesellschaftlich akzeptiert wird, sondern sie wird sogar von der Gesellschaft gefördert durch staatliche Subventionen oder eben auch von der Bevölkerung durch finanzielle Unterstützung, durch eben Fleischeinkauf. Und ähnlich wie beim das Töten im Krieg wird diese Gewaltanwendung einfach als unvermeidbar hingenommen, ohne sie zu hinterfragen. Weiter beschreibt sie Kanismus als dominante Überzeugung. Kanismus ist so fest verwurzelt, dass es eben Überzeugung, aber auch Verhalten und Normen und Gesetze formt. Kanismus zieht sich durch alle gesellschaftlichen Institutionen, also vom Staat über Bildungseinrichtungen bis hin in den Kindergarten. Und wir sind alle, also die neuen Generationen jetzt noch nicht mehr so sehr, aber wir sind eigentlich alle kanistisch sozialisiert worden. Wir bekommen von keiner moralischen Instanz von außen mal so einen Input, hinterfragt es doch mal kritisch. Also es ist so ein moralisches Thema und wir werden nicht dazu angehalten, das zu hinterfragen. Eine verborgene Überzeugung hat auch verborgene Opfer. Das sehen wir daran an der Massentierhaltung. In Deutschland kommen 98% aller tierischen Produkte aus Massentierhaltung. In Deutschland werden pro Stunde 100.000 oder über 100.000 Tiere getötet. Es sind je nach Schätzung über 900 Millionen Landtiere im Jahr. Dazu kommen noch über 11 Milliarden Fische und Meerestiere, welche für die deutsche Nahrungsmittelindustrie getötet werden. Das heißt, wir kommen auf 12 Milliarden Lebewesen pro Jahr. So beschreibt eben auch Melanie Joy, dass dominante und gewalttätige Ideologien eben eine Reihe von sozialer und psychologischer Verteidigungsmechanismen benötigen, um dieses System aufrechtzuerhalten. Und diese Verteidigungsmechanismen ermöglicht es quasi humanen Menschen, an inhumanen Praktiken teilzunehmen, ohne vollständig zu realisieren, was sie eigentlich tun. Der erste Verteidigungsmechanismus von Kanismus beschreibt Melanie Joy als die Unsichtbarkeit, beziehungsweise
die Verborgenheit des Systems. Das heißt, was unsichtbar ist oder verborgen ist, kann verleugnet werden. Die zweite Verteidigungsmechanismengruppe kennen wir alle. Fleisch essen ist, wer mag es sagen? Laut. Und? Gesund wäre ja notwendig quasi, ja, es ist notwendig für die Gesundheit. Und einer fehlt noch. Natürlich. Natürlich, genau. Das Interessante ist jetzt, ich kann aus Zeitgründen jetzt nicht auf diese einzelnen Punkte eingehen. Das Interessante ist, dass auch die Unterdrückung der Frau mal normal, natürlich und notwendig war oder auch die Heterosexualität als normal, natürlich und notwendig beschrieben wird. Das heißt, diese Mechanismen oder diese, ja, die sind in ähnlich und es gibt Parallelen zwischen den einzelnen dominanten und eben auch gewalttätigen Ideologien. In der Psychologie gibt es eine Theorie, die ich noch ganz kurz vorstellen will, das war eine letzte Folie, das ist die Theorie der sozialen Dominanz. Die Theorie der sozialen Dominanz sagt, versucht soziale Ungerechtigkeiten zu erklären. Nach der sozialen Dominanztheorie resultieren eben soziale Ungerechtigkeiten aus sozialen Hierarchien. Das heißt, die dominante Gruppe hat einen hohen sozialen Wert in einer Gesellschaft im Gegensatz zu einer sozial schwachen Gruppe. Und die dominante Gruppe will natürlich ihre eigene Überlegenheit und Macht sichern und aufrechterhalten. Und diese Aufrechterhaltung funktioniert, das eigene dominanten Status funktioniert durch legitimisierende Mythen. Und diese legitimierenden Mythen enthalten unter anderem eben auch Diskriminierung von der sozial schwachen Gruppe. Wendet man jetzt die soziale Dominanztheorie auf unseren Umgang mit Tieren an, erkennen wir, dass eben zum einen Tiere, vor allem Nutztiere, auf der untersten sozialen Hierarchie oder Ebene stehen. Also im Grundgesetz werden Tiere zum Beispiel als lebende Sachen beschrieben, noch nicht mal als Individuen wahrgenommen. Und nach der sozialen Dominanztheorie können eben diese kanistischen Rechtfertigungen und Überzeugungen, wie Fleisch ist normal, natürlich notwendig, als legitimierende Mythen eingestuft werden. Und wir wissen, glaube ich auch alle, dass es Mythen sind. Ja, also die meisten, nochmal zusammenfassend, durch die Dominanz des Kanismus haben wir diese Mythen aber so sehr internalisiert, dass sie eben zu Überzeugungen geworden sind, an die wir auch glauben, auch häufig noch glauben, also mir persönlich ist es schwer gefallen, diese Mythen loszulassen quasi. Ich habe viel lesen müssen, viele neue Informationen reinholen müssen, um quasi dieses System hinterfragen zu können. Genau, wir sind alle so kanistisch sozialisiert, das heißt, wir sind unser Leben lang darauf konditioniert worden, also gewöhnt worden, Fleischessen als gegeben zu betrachten und es nicht kritisch zu hinterfragen und es völlig selbstverständlich anzusehen. Das heißt, um was dagegen zu setzen, muss man auch wieder die Leute quasi umkonditionieren. Also man braucht viel Information, viel Wiederholung, um diese Konditionierung aufzulösen. Genau, diese Verborgenheit des Systems ist sehr wichtig, dass es eben meist nicht der Gesellschaft bewusst ist, dass es sich um Überzeugungen handelt und nicht um Gegebenheiten. Und damit mache ich jetzt. Danke. Okay, dann um 11 Uhr erwartet uns ein spannender Vortrag von Herrn Hans-Werner Ingensieb. Also wir haben jetzt vielleicht noch 5 Minuten für Fragen, wenn Sie welche haben. Eine Frage, wie Sie Ihre Geschützen mit deiner Ernährung als die Eltern? Ist Ihr als Geschützen mit deiner die Eltern essen? Ist Ihr als Geschützen mit deiner Ernährung als die Eltern? Kannst du übersetzen, Alter? Gesünder vegane Essen als Diät. Ob es gesünder ist, vegan zu essen, als Fleisch zu essen?
Also es gibt von der führenden amerikanischen Ernährungsorganisation, das ist die American Dietetic Association, die hat vor ein paar Jahren ein Positionspapier rausgebracht, in der sie beschrieben hat, dass die also vegetarische und auch die rein pflanzliche, also vegane Ernährung, in über jede Stufe des Lebensalters, also von der Schwangerschaft über die Stillzeit, Kleinkindalter bis ins hohe Erwachsenenalter und auch für Sportler gesund ist, also es da keine Defizite geben muss, wenn man weiß, was man essen, also was man essen kann, wie eine gesunde vegane Ernährung aussieht. Und dieses Positionspapier macht auch deutlich, dass eine rein pflanzliche und auch vegetarische Ernährung in einigen Punkten sogar protektiv sein kann für die Entstehung von Krankheiten. Ja, ja. Sie hatten gesagt, dass ein Mechanismus auch bei Ihnen persönlich war, halt auch kollektiv, dass viel lesen, viel informieren, sich kundig machen, ja, zu Veränderungen führen. Ich fürchte, das geht über einen relativ kleinen Teil der Gesellschaft. Ich glaube, hier, es geht um so Faktoren wie Image. Bin ich sozusagen in einem Trend drin oder bin ich gegen den Trend? Die meisten Menschen haben nicht Lust, ständig gegen mehr an diesen Trend zu leben. Wenn sie aber das Gefühl haben, vegan, vegetarisch, das werden immer mehr und ich kenne immer mehr, ist die Bereitschaft, da mitzugehen, größer. Aber ich glaube, es geht sehr viel mehr nicht um Information, das ist vielleicht zugeordnet, sondern vielmehr um andere soziale Faktoren, wie eben Image oder Trend oder soziale Kosten, die ich habe, wenn ich mich so oder so verhalte. Sehr guter Punkt. Also das war ein absolut ganz persönliches, individuelle Erklärung. Sie haben da völlig recht. In der Psychologie würde man jetzt auch so argumentieren, dass die Verhaltensalternativen da sein müssen. Ja? Also ich kann natürlich irgendwie schön sagen, ich will jetzt aufhören zu rauchen, aber wenn ich nicht weiß, wie und nicht weiß, was ich sonst machen kann, jetzt mal als andere Pflanzensatz als Beispiel, dann bin ich ziemlich hilflos. Ja? Und so auch bei der Ernährungsumstellung, wenn natürlich es keine veganen Alternativen gibt in meiner Stadt, wo ich mir auch mal was holen kann, oder ich nicht weiß, wie ich vegan kochen kann, dann falle ich natürlich viel schneller in alte Verhaltensmuster zurück. Und dann wirkt es auch so, als wäre es so ein Riesenschritt. Und eigentlich ist es ja ein sehr leichter Schritt, wenn man die Alternativen hat. Also jetzt allein die Ernährungsumstellung ist jetzt nicht schwer, wenn man die Alternativen hat. Das geht ja nicht nur, weil ich nur anfühlen darf, um die Verfügbarkeit, das ist ja ganz wichtig, sondern welchen sozialen Wert hat diese Alternative in meinem Umfeld, gesellschaftlich. Das ist, glaube ich, fast noch wichtiger. Es muss natürlich schmecken, gut aussehen, moderner, das ist sozusagen selbstverständlich. Aber auch dann werde ich mich dem nur zuwenden, wenn ich das Gefühl habe, dass in meinem sozialen Umfeld das eher mitgetragen wird oder zunehmend mitgetragen wird, wenn ich, obwohl es Alternativen gibt an jeder Ecke, aber soziale Wert dieser Alternative in meinem sozialen Umfeld immer noch negativ ist, werde ich mich wahrscheinlich nicht dem zuwenden. Genau, sobald ich einen Vegetarier in meinem Freundeskreis habe, steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant in die Höhe, dass ich auch... Wenn der sozusagen positives Image hat. Ja, klar, es muss auch eine positive Vorbildfunktion sein. So, ja, sehr gut. Wo es ja eigentlich der umgekehrte Fall ist. Also ich habe das Neige, ein Haus im Grund, der Katze für mehr Fähigkeiten, für mehr menschliche Fähigkeiten zu schreiben, als es vielleicht ist. Also das muss es dann auf einmal nachreinigen, der heißt natürlich dann auch total nicht. Also ich kriege das mit der Verdinglichung, weil das ein Punkt davon ist ausreichend, um ein Tier zu verdinglichen. Wenn ich aber auch immer ein Haus hier anlege, dann wird es ja ganz schnell. Das wäre ein anderes Phänomen, genau. Und jetzt wäre erstmal die Frage zu klären, welche Fähigkeiten sind denn eigentlich menschlich, rein menschlich? Also sind es Fähigkeiten, die global anzuwenden sind, oder sind es, wer pachtet denn menschliche Fähigkeiten? Und da gibt es ja auch ganz viele spannende Untersuchungen, also auch zur Moral von Tieren gibt es spannende Untersuchungen. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch ein bisschen drauf ein, oder? Auch diese Fähigkeitszuschreibung. Also ich finde, diese Vermenschlichung, das ist ja oft ein Thema auch, ja? Also ihr vermenschlicht ja die Tiere, aber in dem Moment, wo ich dem Tier, also seine grundlegenden Bedürfnisse quasi zuspreche, ja, vermenschliche ich nicht. Und in dem Moment, wo ich quasi ja, in der Beziehung was sehe, das können wir ja gar nicht, wie wollen sie das untersuchen?
Also es kann sein, dass sie was mehr reininterpretieren, was da ist, aber was ist, oder sie, oder halt nicht, vielleicht ist es ja auch da. Vielleicht ist ihr Hund langweilig, vielleicht weiß ihr Hund genau, wie sie sich fühlt. Nee, in die Richtung wollte ich nicht, sondern eher umgekehrt, dass ich nach diesen Parametern mein Haustier ja auch so dingliche, weil ich so mein Besitz und so, also der Hund gehört zu mir und ja, das ist natürlich eine Frage, wie sie die Beziehung zu ihrem Haustier definieren. Wenn sie sagen, der Hund gehört ihnen, ja. Und das der soziale Stand der Tiere ist ja auch nicht, die sind nicht frei Individuen, die können sich nicht frei bewegen. Ja. Also auch das Haustier kann sich nicht frei bewegen. Das ist natürlich auch ein Punkt, mit dem man sich kritisch auseinandersetzen muss. Ja. Noch eine letzte vielleicht, weil ich glaube, dann ist die Zeit. Ja, ja, außer den ethischen Gründen gibt es ja auch noch die negative Beeinflussung des Hungers in der Welt und des Klimas. Und vor allen Dingen stelle ich immer mehr fest, dass ältere Leute und Verbraucher durch Herz-Kreislauf-Probleme, ich und so weiter, und was für ein Einfluss nur auf vegan und vegetarisch Deutsch. Ja. Also von daher ist es schon Information, viele Leute, die kommen drauf, dass das Thema auch was sehr gut schmeckt. Das ist immer das, was ich den Leuten auch an den Kind zu probieren. Ja. Es gibt viele Bücher, es gibt das Restaurant, es gibt immer auf Bioläden, wo man das wirklich ausprobieren kann. Ja. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und machen wir eine kurze Pause und dann kommt der Herr Ihnen. Danke.